Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 10. Juli. Heute haben wir dabei die Corona-Warn-App, YouTube, Microsoft Teams und Tinder. Beginnen tun wir mit der Corona-Warn-App. Da hat gestern das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben, dass es jetzt 15,4 Millionen Downloads der App gibt. Und ich hoffe, ihr habt die auch runtergeladen und installiert. Wenn nicht, macht es doch bitte, denn je mehr mitmachen, desto besser ist das für alle. Die App hat durchaus ein paar Bugs noch immer, Kleinigkeiten und vieles ist auch nicht so klar und verständlich. Deswegen hat das Robert-Koch-Institut für die Corona-Warn-App eine Hilfeseite erstellt, wo halt ganz viel erklärt wird und da kann man sich entsprechend einlesen. Gleichzeitig wird auch noch ein neues Update kommen. Natürlich werden ein paar Bugs behoben, aber auch die Oberflächengestaltung soll nutzerfreundlicher gestaltet werden, Fehlermeldungen deutlicher sein, ein paar Korrigierungen und Lokalisierungen von Texten wird es geben. Auf jeden Fall, da tut sich was, die sind weiter dran und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht habt, installiert sie euch gerne. Ist für eine gute Sache. Nächstes Thema, YouTube. Die sind schon seit 2013 mit der Konstantin Film in einem Rechtsstreit. Damals hatte jemand Filme der Konstantin Film hochgeladen auf YouTube und Konstantin Film wollte dann die Informationen zu dem Uploader haben. YouTube hat sich geweigert, das Ganze ging vor Gericht und mittlerweile ist es beim Europäischen Gerichtshof. Und da gab es jetzt ein Urteil. Es ist relativ wirr und schwer zu verstehen, aber in der Kernaussage ist, das Gericht hat gesagt, die entsprechende Richtlinie 2004/481 gibt nicht her, dass das Gericht halt entsprechend YouTube verurteilen könnte oder verpflichten könnte, die IP-Adresse, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Nutzers rauszugeben, aber die Richtlinie gibt her, dass man YouTube verpflichten könnte, die Postanschrift des Users rauszugeben, die natürlich nicht existiert. Also wer von euch hat zuletzt eine physische Adresse bei YouTube angegeben? Naja, das ist schon ein bisschen schräg und weltfremd. Warten wir mal ab, ob es da nochmal in die nächste Runde geht. Was auf jeden Fall in die nächste Runde geht, das ist Microsoft Teams. Der Videochat hat gerade in Corona-Zeiten einen großen Zulauf bekommen und ich persönlich bin auch mittlerweile relativ gut von dem Produkt überzeugt, am Anfang eher weniger. Und nun soll es weitergehen. Es gibt einen sogenannten Together-Mode demnächst. Und was bedeutet das? Alle Leute werden praktisch ausgeschnitten virtuell und gemeinsam in einen Raum auf Stühle gesetzt. Klingt komisch, kann auch komisch sein, warten wir es mal ab. Dann wird es auch noch weitere Features geben, dass man halt das Bild besser einstellen kann mit Helligkeit, Fokus und allen möglichen Sachen. Dann soll man reagieren können in einem Videochat mit entsprechenden Herzen, Smileys und whatever. Also es tut sich sehr viel. Unter anderem soll es auch Meetings mit 1000 Teilnehmern geben, wo ich sage, okay, meistens geht es auch schon in Deutschland hier bei Meetings mit 10 Teilnehmern in die Knie. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, es tut sich was und wenn ihr Microsoft Teams nutzt, dann könnt ihr euch auf ein paar neue Änderungen freuen. Die meisten gefühlt hätten wir nicht gebraucht, aber vielleicht, wenn ein Nutzer damit zufriedengestellt wird, ist es doch auch was Feines. Und letztes Thema für heute, Tinder. Die haben jetzt einen Videochat eingeführt in ihrer Dating-App. Das macht durchaus auch Sinn, da man sich ja, wenn man sich datet, in Corona-Zeiten vielleicht eventuell nicht sehen kann, also physisch sehen kann oder sollte. Und das kann man dann per Videochat machen, muss nicht die App verlassen und auf eine andere Plattform wechseln, sondern bleibt bei Tinder und das Ganze ist auch ein bisschen in Richtung Sicherheit gemünzt. Erst wenn beide sagen, ja, ich bin bereit für einen Videochat, dann kann der überhaupt erst stattfinden. Man kann also nicht belästigt werden von irgendwelchen Matches, die man auf Tinder hatte, dass man ständig eine Anfrage für einen Videochat bekommt. Ja, und man kann das auch hinterher wieder wegnehmen, die Berechtigung, falls man vielleicht zufälligerweise ein paar nackte Tatsachen zu sehen bekommen hat, die man nicht wollte. Also, wenn ihr Tinder nutzt, könnt ihr euch drauf freuen. Wenn nicht, kann es euch egal sein. Und ansonsten war es das auch schon für diese Woche.
Ich wünsche euch ein großartiges Wochenende, bleibt positiv und ab Montag ist der Martin dann wieder für euch da. Hört mehr Geek Talk.